Hallo, ihr Lieben, es ist Auslosungszeit und jetzt kommt mich schon wieder mein das versuche ich mir gerade abzugewöhnen. Und Neuzugänge-Post, was so bei mir jetzt die letzten Tage eingezogen ist. Und dann hatte ich euch ja noch gesagt, ihr sollt mal bitte eure Wunschlisten bereithalten. Da erkläre ich euch nachher was. Bevor ich auslose, das sind ja diesmal ganz schön viele, also was heißt, bevor ich auslose, wir haben ja jetzt extra gewartet, bis mein Mann auch mit frei hat, der macht das nachher. Kann sein, dass da zwischendrin das Handy dreimal runterfällt oder so. Ja, okay. Ich fange erstmal an. Was gab es bei mir Neues in der letzten Zeit? Einiges. Heute zum Beispiel ist für eine Leserunde bei Lovely Book das Buch Tödliche Jagd von der Silvia Stolzenberg eingezogen. Die Autorin kenne ich ja bisher eher aus historischen Romanen und bin ja von denen ein großer Fan und von ihr ein großer Fan. Das ist jetzt, soweit ich weiß, ihr erster Thriller. Ja, ich glaube, das ist ihr erster Thriller und ich bin schon ganz gespannt. Also, ja, denk mal, ich werde vielleicht schon die Nacht sogar schon anfangen mit Lesen. Dann, wieso lachst du jetzt? Wieso lachst denn du jetzt? Lacht er Weil mich ich aus? kann. Dann kam ja das Überraschungspäckchen vom Riverview Verlag mit zwei wunderschönen Büchern. Schaut mal da, das ist ja dieser Schweizer Verlag. Da wurden ja einige Blogger überrascht und ja, ich auch, freue mich darüber. Und zwar war das einmal Ece und das Drachenmal von Annika Oeschger. Das habe ich ja schon rezensiert. Da schaut einfach mal nach. Und dann kam noch Talam, der Hüter der Erde. Mal sehen, bin ich auch schon gespannt. Ist noch eingeschweißt. Ich weiß noch nicht, wann ich dazu komme. Ich lasse mich überraschen. Aber freue mich schon drauf. Also die Cover sind ja wirklich schon mal toll von beiden Büchern. Wer übrigens mehr zu den Büchern irgendwie wissen möchte, so was Klapptext oder so betrifft, schreibt mich einfach an. Ich kann euch das dann in den Kommentaren reinschreiben, wie der jeweilige Klapptext ist, weil ich glaube, sonst sprengt das hier ein bisschen den Rahmen. Dann schon länger auf meiner Wunschliste habe ich Breed, ein Thriller, den habe ich jetzt als Mängelexemplar bekommen. Da ist der Umschlag ein bisschen eingerissen für 4,99. Ja, das war so, hab's gesehen, dachte, hey, das steht ja schon ewig auf deiner Wunschliste. Das holst du dir jetzt einfach mal. Aber der muss wohl ein bisschen ganz schön krass, ein bisschen ganz schön krass. Passt jetzt nicht ganz zusammen. Ja, heute nicht mehr da. Und ja, die Augenringe gehören zu mir. Die müssen so sein. Ja, da muss wohl ziemlich krass sein. Mal sehen. Dann habe ich getauscht mit jemandem ein Buch und da hatte ich mich ja schon eine ganze Weile drauf gefreut. Das war so ein Must-Have auf meiner Liste, als ich gesehen habe, das kommt raus. Sag nie ihren Namen. Ist eigentlich am Brian Carlsen Verlag erschienen. Ist eigentlich ein Jugendthriller, wobei viele sagen, naja, also für einen Jugendthriller ist er ganz schön heftig. Mal sehen. Also werde ich sehr, sehr bald lesen. Geht um Bloody Mary. Und ja, mal sehen, ob ich dann noch an dem Spiegel vorbeilaufen kann. Mal gucken. Dann habe ich gewonnen. Ach, tut mir leid, ich weiß jetzt den Blognamen nicht mehr. Ich schau mal, wo ich dich finde. Bei wem auch immer ich das gerade gewonnen hatte. Ich muss mal gucken, wenn ich dich finde. Du kriegst einen Beitrag auf meinem Blog und zur Entschuldigung. Nochmal ein extra Danke von mir. Und zwar rede ich von Wohin du auch gehst. Bad Romeo und Broken Juliet. Bin ja nicht so der Liebesromane-Fan, aber davon habe ich jetzt schon ziemlich viel Gutes gehört. Und der zweite Teil kommt jetzt raus, ist jetzt neu draußen. Nein, ich glaube, der kommt jetzt raus. Und ja, mal gucken. Ich weiß nicht so richtig, was da auf mich zukommt. Ich möchte mich einfach mal überraschen lassen. Dann endlich. Auf dieses Buch warte ich schon eine ganze Weile, ob ich es irgendwie mal ertauschen kann. Habe es im Buchladen gefühlte 100 Mal in der Hand gehabt und wieder weggelegt und gedacht, ah nein, guck's mal, vielleicht kriegst du es noch irgendwo anders. Und jetzt habe ich es mir bei Rebuy bestellt, weil ich habe noch Guthaben und ja, habe es jetzt für 11 Euro. Das ist ja okay. Ich rede von die Buchspringer. Finde dieses, also ich habe, glaube nur Gutes von diesem Buch gehört. Ich habe nicht eine schlechte Kritik darüber gelesen. Gibt es bestimmt, aber ich habe noch keine gelesen. Und ich freue mich einfach, dass ich es jetzt bei mir habe und sicherlich bald lesen werde, weil das klingt echt schön, das Buch.
Dann von der lieben Niki, von Nikis Buchecke. Die hatte ein Buch doppelt und hat mich gefragt, ob ich denn das lesen möchte. Und zwar Fieber am Morgen. Huch, jetzt fällt das Fieber am Morgen gleich aus der Hand. Das hängt ein bisschen mit der Zeit um 1945 zusammen. Und Konzentrationslager ist mal so ein bisschen was anderes, als ich sonst lese. Aber ich finde so Büser. So Bücher auch interessant und lass mich einfach mal überraschen, weil das hat mich jetzt echt neugierig gemacht. Das geht noch weiter, Entschuldigung. Hatte ich ein Tauschpaket. Da hatte ich ja gehofft, dass es beim letzten Video da ist oder schnell kommt. Leider kam es dann einen Tag später. So ist es doch immer. Und zwar war mal einmal dabei, Fürchte nicht das tiefe blaue Meer. Ja, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, worum es geht. Anschreiben. Ich kann es euch unten dann im Kommentar posten, den Klapptext. Ja, ist mir auch irgendwie mal, ich glaube, auf der Verlagsseite, das ist bei CBT Random House erschienen, ist mir das ins Auge gesprungen und ich bin gespannt. Also, das reizt mich, das Buch. Dann, da finde ich irgendwie das Cover furchtbar, aber die Geschichte soll wirklich, wirklich schön sein. Die seltsamen, also, es hat echt gute Kritiken gekriegt. Und ja, mal sehen. Ich lasse mich mal überraschen. Wie gesagt, das Cover hätte ich jetzt so vielleicht nicht in die Hand genommen, aber die Story klingt gut. Und mal gucken. Dann Lost Souls. Das Spiel beginnt. Das ist ein Brettbuchspiel, Buchbrettspiel. Brettbuchspiel. Wie sagt man denn dazu? Jedenfalls, es ist ein Buch mit einem Spielbrett dazu. Das kann man wohl spielen. Wie das genau funktioniert, habe ich mich jetzt noch nicht damit befasst. Das wollte ich mal mit meinem Mann zusammen machen. Das wollten wir mal ein bisschen auch. Ja, guck nicht so, du musst mir helfen. Denkst du, ich schaffe das alleine? Ja. Ja, das Ist dein Buch. dein Problem. Nee, da muss man echt mal gucken, wie wir das hinkriegen und wie das funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Finde es aber super spannend. Deshalb freue ich mich, dass ich es ertauscht habe. Und da gibt es dann noch einen zweiten Teil dazu. Auch Lost Souls, die Macht der Götter. Das ist jetzt aber nur das Buch. Ich weiß nicht, ob das mit dem Spielbrett dann auch zusammenhängt. Mal gucken. Wie gesagt, ich muss mich da mal, wenn wir mal Ruhe haben, werden wir uns da mal mit genauer befassen, weil ich mag ja so Interaktivbücher auch, wo man was machen kann. Dann hatte ich euch letzten Monat ja Ace gezeigt. Ihr erinnert euch, das Buch mit dem wunderschönen Cover. Und laut der Klappenbroschüre da ist das Leck, da ist das nochmal, das Eis. Ist das wohl der erste Teil? Und was ich jetzt hier habe, Ivy, Steinerne Wächter, wohl der zweite Teil. Wobei ich jetzt aber ganz, ganz viele gehört habe, die sagen, man kann die Bücher auch unabhängig voneinander lesen. Mir gefallen klar die Cover, deshalb wollte ich es unbedingt haben. Und ja, also die werde ich wirklich bald lesen, weil ich finde es echt schön aufmachen vom Buch. Und dann war noch ein Buch, auch noch ein Tauschpaket. Übrigens die ganz tolle Tauschpartnerin. Jensi, bis jetzt, das klappt immer super mit dir. Vielen Dank. Von Wulf Dorn, mein böses Herz. Ja, mal so ein Jugendthriller. Mal sehen, die Jugendthriller sind ja meistens doch ziemlich heftig. Mal gucken. Also hat mich neugierig gemacht und ich freue mich schon drauf. Dann habe ich schon gelesen, da hatte ich auch gestern eigentlich die Rezension dazu schon gemacht. Ja, dann hat mich aber die Technik verlassen und die Rezension hat es wieder gelöscht. Deshalb, ich glaube, ich mache es dann in meinen freien Tagen, weil ja, so nach der vierten Nacht denken ist bei mir Matsch. Da funktioniert nichts mehr. Ich rede von der Waterfire-Saga. Das habe ich vom Egmont Schneider Buch Verlag bekommen, habe es jetzt auch fertig gelesen. Das ist der zweite Teil und wie gesagt, die Rezension kommt die Tage auf jeden Fall. War ja auch so ein schönes Buch. Ja, werdet ihr dann sehen. Es gibt, guck nicht, der guckt mich immer so an, als hätte ich einen Sprung in der Schüssel. Nein. ja, geht noch weiter, geht noch weiter, geht noch weiter. Aber vorab lesen. Ich hatte wieder Glück bei Vorablesen und habe da
Blut aus Silber bekommen. Guckt mal den Wälzer. Damit habe ich gerade angefangen. Das dauert eine Weile. Also, ja, ich bin hier. Ich sage noch kein Urteil dazu. Also, nee, sag noch nichts. Ich lese noch eine Weile und ja, ihr werdet dann, wenn es das Video gibt, werde ich ganz laut schreien. Mal sehen. Und ich habe bei Facebook in der Zeilenspringer-Gruppe, war es, glaube ich, hatte eine Autorin die Frage zu einem Cover geschickt, wie den Leuten das Cover gefällt und eine Neuankündigung gemacht. Und da bin ich auf die Zwillingssaga von der Salome Joelle aufmerksam geworden. Tochter der Lüfte. Da hat mich aber nicht das Cover überzeugt, wobei das wirklich, wirklich schön ist, sondern da hat mich der Klapptext hinten gepackt. Das ist der Auftakt zu einer Reihe. Ich werde es ziemlich bald lesen, weil mir fehlt im November noch eine Autorin, der ich meine Fragen stellen darf. Und die Salome, übrigens toller Name, hat gesagt, sie meldet sich dazu bereit. Das heißt, das wird wohl meine Autorin für die 6 Fragen an. Und das heißt, da gibt es dann auch das Buch zu gewinnen. Ich bin gespannt, wie es ist. Also, es hört sich auf jeden Fall total nach meinem Geschmack an. Und ich freue mich drauf. Ja, Auslosung. Auslosung, Schatz, wie weit bist du? Du musst dann herkommen, gell? Ja, doch. Ich habe gesagt, mach dich heute hübsch. Die wollen dich aussehen. nee, bevor wir auslosen, noch ganz kurz wollte ich euch das noch mit den Wunschlisten erklären. Und zwar ist ja jetzt bald Weihnachten und Nikolaus und so. Und ich fand letztes Jahr zu Weihnachten und Nikolaus sind so viele Gewinnspiele untergegangen, weil es ja wirklich Massen an Gewinnspielen gab. Und das finde ich irgendwie schade. Und ich dachte, Weihnachten sollte man ja was schenken und warum nicht einfach den Leuten was schenken, die mir eigentlich auf dem Blog folgen, die ihren Daumen bei Facebook bei mir dagelassen hat, die mir auf dem Blog folgen, die mir bei Google Plus folgen und. Deshalb werde ich kein Gewinnspiel machen, wo ich euch ein Buch zeige und sage, hey, da müsst ihr kommentieren, damit ihr in den Lostopf hüpft, sondern ich weiß noch nicht genau, wie viele, aber ich denke mal, vier Leute wird es auf jeden Fall treffen. Können auch mehr werden. Fünf? Na, dann fange ich doch schon im November an. Ja, 5 Leute. Ja, okay, machen wir 5. Dann fange ich aber schon im November an. Ich werde mir aus euch ganzen Followern immer mal so einen rauspicken und dem werde ich dann anschreiben, beziehungsweise werde einen Post auf dem Blog machen oder auf der Facebook-Seite machen mit eurem Namen. Guckt da einfach mal hin und dann hätte ich gern, dass ihr mir eure Wunschliste schickt. Aus dieser Wunschliste suche ich mir dann ein Buch raus und schicke euch das zu Weihnachten. Ich sage euch natürlich, welches Buch, damit ihr die Wunschliste auch weiter zeigen könnt, damit auch andere euch noch Bücher schenken können. Aber ja, also wenn ihr jetzt bei Amazon oder so, bei Lovely Book kann man ja Wunschlisten machen. Oder ihr schreibt mir einfach eure Top 10 an Büchern, die ihr gerne hättet. Und wie gesagt, ich los dann unter diesen Büchern eins aus und das bekommt ihr dann von mir. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Ist das eine gute Idee? Er nickt. Er sagt, das ist eine gute Idee. Und ich finde auch, so geht es nicht unter. Guckt einfach mal, vielleicht kommt dann euer Name. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an. Und zwar fangen wir an mit Opferblut, hatte ich ja, die 6 Fragen an, den Autor Mark Gore. Und Schatz, du müsstest jetzt. Der zockt nämlich gerade WoW nebenher. Und er kann nicht, weil er sonst stirbt. Und zwar Mark Gore, 6 Fragen an. Komm. Gewonnen hat die Nicole Ehemann. Die hat über den Blog teilgenommen. Ich guck mal, dass ich dich nachher irgendwie erreiche. Ansonsten, E-Mail-Adresse steht ja auf dem Blog. Du weißt Bescheid, schick mir deine Haben wir Adresse. die Tröte? Nee, wir haben keine Tröte. Schade. Stirbst du gerade? Nein. Okay. Dann machen wir mit dem Buch des Monats weiter oder machen wir mit den Toren weiter? Schatz, was sagst du? Tore oder Buch des Monats? Tore? Das Tor, das Blockgeburtstagsgewinnspiel, die Tore.
Und zwar hatten wir in Tor 1 die Autorin, die sich diesen wunderschönen Spruch zum Motto gemacht hat. Das war Märchenhaft erwählt von der Maya Shepherd. Erscheint jetzt übrigens am 30. Oktober der zweite Teil. Ich freue mich schon drauf. Das Cover ist noch nicht bekannt. Ich bin ganz gespannt. Und da haben wir die Schüssel. Wieso lachst denn du mich aus? Das Cover ist aber auch schön. Das Buch natürlich auch, aber das Cover auch. Warte mal, da kommt noch ein Buch, da raste ich beim Cover völlig aus. Oh Mann. Ich hoffe, ich grunze jetzt nicht beim Lachen. Ich grunze nicht beim Lachen manchmal. Voll peinlich. Gewonnen hat Judith R. Die hat auch über den Blog mitgemacht. Herzlichen Glückwunsch. Wie gesagt, ich gucke, wie ich dich erreiche. Ansonsten E-Mail-Adresse steht im Impressum. Wo lege ich dich hin? Dann Tor 2. Tor 2 war von der Britta Strauß vom Drachenmond Verlag Hunters Moon. Und gewonnen hat Prina Grau. Die hat über Facebook mitgemacht. Ja, Facebook ist immer ganz einfach. PN, einfach an mich. Bekommst du Hand aus Mund? Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommt das Buch mit dem wunderschönen Cover. Nein, Guck mal, das hat Glitzersteine. Nein, jetzt ernsthaft, fass mal an. Da sind Glitzersteine drin. Was es alles gibt. Ich das habe ja, ist sowas noch erleben darf. ich hab ja letztens mit einer geschrieben, der nächste Teil ist ja The Right Rose. Und ich habe schon gesagt, also ich finde das cool, wenn das Buch wirklich nach Rosen riecht. Das wäre mal was Neues. Ja, jedenfalls, wir reden. Tor 3 war tatsächlich das Juwel. Und gewonnen hat. Right Rose, mein. Lisa Gar, die hat auch über Facebook mitgemacht. PN geht an mich, du hast das Juwel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. So ein schönes Buch. Das Juwel, du gibst mich her. Schatz, du bist mein Diamant, Ja. nicht mein Juwel. Ach so, Mädels, ihr kriegt auch von mir noch was ganz Besonderes mitgeschickt. Und zwar hat mir die Julia Adrian, das ist die Autorin von der 13. Fee, diese tollen Lesezeichen zugeschickt mit Zitaten aus ihrem ersten Buch. Der zweite erscheint ja auch bald, ist schon bestellt, ich warte schon. Und ja, ich schicke euch einfach jeweils immer ein Lesezeichen davon mit, weil die sind echt schön. Ja, Buch des Monats. Was war denn Buch des Monats? Der Amazon-Gutschein. Halt, hochzeigen. Ja. Aua. Was, Aua? Boah. Entschuldigung. Nö. Hast du ein? Boah, ganz nass. Buch des Monats den Amazon-Gutschein hat Vatia Valeria gewonnen. Sie hat über Facebook mitgemacht. Vatia, Amazon-Gutschein heißt, ich brauche nicht deine Adresse, sondern ich brauche deine E-Mail-Adresse, weil ich schicke dir den per E-Mail zu. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das war's. Nee, das war's noch nicht, denn ich habe ja gesagt, das Wunschlisten-Gewinnspiel zu Weihnachten wollte ich ja für euch machen und ich habe mir schon jemanden rausgesucht unter den ganzen Daumen und Followern. Ich hoffe, das bricht jetzt nicht ein, wenn das Gewinnspiel fertig ist. Aber ja, liebe Nadine Klein, schick mir doch mal deine Wunschliste zu. Du bekommst von deiner Wunschliste auf jeden Fall ein Buch von mir zu Weihnachten geschickt. Und ja,
Buch des Monats Oktober wird dieses Jahr erst Anfang November gedreht, das Video, weil wir sind Ende Oktober nicht da. Ich habe da leider auch kein Internet, dass ich das Video hochladen kann. Das Video werde ich drehen, aber hochgeladen wird es dann halt erst in der ersten Novemberwoche. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und eine ruhige Woche. Und die, die zur Buchmesse gehen, viel Spaß, genießt es. Ich bin ja dieses Jahr leider nicht dabei. Tschüss! Tschüss.